Walatakhtulu anfusikum, tötet euch nicht selber, also macht keinen Selbstmord. Tötet euch nicht selber. Inna Allah kana bikum rahima. Allah ist mit euch barmherzig. Das ist, wenn du noch so Sorgen hast, denke daran, Allah ist barmherzig mit dir. Wenn man das verinnerlicht, Allah ist barmherzig mit dir. Vielleicht diese Probe, die du gerade hast, ist vielleicht diese Trauer, die du gerade hast, vielleicht ist das der Grund, dass du ins Paradies gehst. Vielleicht ist das der Grund, der deine letzten Sünden tilgt. Vielleicht ist die Standhaftigkeit, die du hier zeigst, und die Lehre, die du daraus ziehst, die Lehre, die dich weiterbringt. Guck mal, Leute. Erfolg im Leben ist immer das Ergebnis von richtigen Entscheidungen. Denk mal drüber nach. Habe ich die richtige? Ich habe eine Entscheidung. Denk über einen Erfolg nach. Habe ich die richtige Frau geheiratet oder die falsche Frau? Habe ich den richtigen Beruf gewählt oder den falschen Beruf? Habe ich in der Schule die richtige Entscheidung getroffen, fleißig zu sein oder faul? Das ist alles, was mit der richtigen Entscheidung zu tun. Und die richtige Entscheidung ist meistens ein Ergebnis von Erfahrung. Und die besten Erfahrungen sind meistens das Ergebnis von falschen Entscheidungen. Dadurch, dass jemand falsche Entscheidungen getroffen hat, hat er meistens eine Lehre rausgezogen, die ihn dazu bringt, später eine richtige Entscheidung zu treffen. Wenn du diese Einstellung... Aber was hat der Depressive für eine Einstellung? Boah, ich habe geheiratet. Ich bin für die Heirat nicht geeignet. Ich bin zu eifersüchtig. Ich bin eine Furie. Ich bin dieses und jenes. Mit mir kann es kein Mann aushalten, mit mir kann es keine Frau aushalten. Ich werde nie mehr so einen Mann finden, wie den ich hatte. Ich werde nie mehr so eine Frau finden. Anstatt die Lehren zu nehmen, ja okay, ich habe den und den Fehler, A, Fehler, B, Fehler, C, Fehler, D gemacht. Und okay, in der nächsten Beziehung kann es ja dann besser laufen. Dann weiß ich, welchen Fehler ich nicht mehr machen darf. Nein, er redet sich wieder ein, diese erlernte Hilflosigkeit oder sie. Ich bin so und ich kann daran nichts ändern und das bleibt so. Aber hier, wenn du dir darüber bewusst bist, dass du meistens richtige Entscheidungen triffst, aufgrund von Erfahrung, dass Erfahrung meistens das Ergebnis von falschen Entscheidungen ist, hast du eine positive Lebenseinstellung, Alhamdulillah.